Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass so viele da sind. Ganz kurz, um was es hier geht, bevor dass wir die Resultate angucken können. Auf Einladung des Festivals de la Cité, Festival de la Cité in Lausanne entwickelten Commoncom, das sind die beiden links, diese soziokulturelle Aktion Point of Cis, in deren Zentrum eben diese künstlerische Volksbefragung steht oder stand. Das Questionnaire entstand eben zusammen mit Milo Rau und Rolf Bossert, aber auch zusammen unter Beratung von den Soziologen René Levy und Olive Möschler von der Universität Lausanne. Zusammen haben wir von Hunderten von Fragen schlussendlich 25 eingedämpft. Das sind ein Questionnaire, 25 Fragen zur Heimat, zur Politik, zur Arbeit, zur Familie, Religion, Ängsten, Werten. Das Ganze geht zurück und referiert auf die berühmt-berüchtigte Gulliver-Umfrage der Expo 64 in Lausanne. Und da haben wir einen kleinen Clip aus dem Archiv der Tagesschau des Schweizer Fernsehens aus dem Mai 64, damals bei der Eröffnung, so hat es damals ausgesehen. Das Gulliver-Projekt wurde von Charles Apatelot entwickelt. Und das hat ein politisches Seilziehen mit dem Bundesrat provoziert. Das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass viele Fragen zensuriert wurden. Es wurde verboten, die Resultate zu publizieren. Und alle 580.000 Antwortbögen, man sieht hier jemand gleich einen so einen auszufüllen, wurden am Schluss geschreddert. 50 Jahre später sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Einerseits haben wir es unabhängig initiiert und finanziert. Und von Anfang an auch an Transparenz und Partizipation gesetzt. Die 25 Fragen wurden öffentlich diskutiert, wissenschaftlich ausgewertet und künstlerisch als soziale und mediale Plastik inszeniert. Dieses Projekt fand in verschiedenen mehreren Stufen statt. Die erste war im Juni 2014 eine repräsentative Umfrage. Das haben wir eben, Management Tools hat das für uns durchgeführt, ein unabhängiges Umfrageinstitut. Als Reminiszenz an die damalige Expo-Aktion haben wir eine der 25 Fragen direkt wieder übernommen. Also jene Frage nach dem, was ist ein guter Schweizer? Und die 24 anderen Fragen reflektieren aber aktuelle Themen, darunter Fragen zur Ausländer- und Asylpolitik, EU oder Islamisierung. Die repräsentativen Resultate wurden am 1. Juli veröffentlicht auf der Webseite und anschließend in den Medien diskutiert, was dann auch zu regen Debatten und Diskussionen führte. Das war dann wiederum der Auftakt zur öffentlichen Umfrage. Dann konnten eigentlich alle mitmachen. Man konnte sie vergleichen, wo steht man zum Durchschnittsschweizer. Und 4.817 Leute haben da mitgemacht. Und es ist auch extrem spannend zu sehen, wie die Resultate doch recht unterschiedlich rauskamen. Und dann gab es eine weitere Ebene des Projektes, das war als Teil des Festivals in Lausanne, wurden an 100 offiziellen öffentlichen Plakatstellen diese Fragen, diese 25 Fragen oder ein Auszug dieser 25 Fragen gezeigt und es kam dann auch zu spontanen Reaktionen und kreativen Vandalenakten. Und so wurde quasi kurzfristig diese mediale und virtuelle Skulptur zwischenzeitlich zur physischen skulpturalen Präsenz im öffentlichen Raum. All dieses in den nächsten Schritt, all diese Daten, die wir gesammelt haben, dieses reichhaltige Datenmaterial, wurde dann von einem internationalen Team aus Wissenschaftlern und Künstlern bearbeitet. Und entstanden ist diese kleine Publikation, die heute rauskommt. Und einerseits werden die Resultate visualisiert und eben von verschiedenen Gesichtspunkten kommentiert. Zumindest partiell stellt Point of Cis ein Reenactment dar des historischen Gulliver-Projektes von 64 von der Expo. Fragen und Inhalte von damals wurden 2014 reinszeniert und für die Jetztzeit aufbearbeitet. Fand damals die Gulliver-Aktion aber noch analog in einem institutionell geschützten, kontrollierten Rahmen der Expo statt, wurde die Umfrage 2014 online im freien virtuellen Raum des Internets durchgeführt. Das hat natürlich verschiedene Pressereaktionen und Medienstimmen hervorgerufen. Während eben die 64er-Aktion verboten wurde, wurde das breit diskutiert. Point of Cis kann so
gesehen als eine späte Rache oder Revanche oder zu Endeführung des Gulliver-Projekts verstanden werden. Es führt eben 50 Jahre später ein amputiertes Projekt in der Gegenwart zu Ende. Beide Inszenierungen gemeinsam ist die transdisziplinäre Zusammenarbeit von Künstlern und Wissenschaftlern und das Ziel, denke ich, die Schweiz zur Reflexion über sich selbst anzustiften. Die Vorbildsfrage: Worin ist die Schweiz ein Vorbild für andere Nationen? Kann man sich sicher auch lesen als, was sind typisch schweizerische Errungenschaften? Und da ist die Auswahl, sozusagen das Angebot, ja auch schon relativ vielsagend. Das sagt also auch was über die Beeinflussung von Meinungsumfragen durch die Meinungsumfrage. Es sind Demokratie, Neutralität, Mehrsprachigkeit, Sauberkeit, Reichtum, öffentlicher Verkehr, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. Was heißt denn Neutralität? Es heißt ja eigentlich allen Außenstehenden gleichwertig zu dienen. Dazu gibt es einen ganz schönen bei Asterix bei den Schweizern, was ich mir in regelmäßigen Abständen nochmal angucke, um mich zu beruhigen. Gibt es eine schöne Szene, in der ein Schweizer mit Zaubertrank einen Römer in die Luft schießt, also verprügelt, wie die das halt so machen mit Zaubertrank. Und als der Römer wieder landet, holt der Schweizer aus der Tasche Verbandszeug und verarztet ihn. Und das ist eben ein Bild für die Neutralität der Schweiz. Das Neutralitätsprinzip hat vielleicht einen relativ großen Anteil, Identifikationspotenzial zur Verfügung zu stellen, aber ja, hat zwei Seiten. Une question qui a un statut un peu particulier parce que c'est la seule qui a été reprise telle quelle du questionnaire Gulliver. Peut-on être un bon Suisse et faire X et Y, toute une série de choses? Et je ne voudrais pas vous donner les résultats individuels, vous pouvez les voir à l'écran, c'est-à-dire individuels des différents éléments de la question, mais faire un commentaire un peu plus général. On constate, si on compare, parce qu'ici c'est possible de faire une comparaison entre 64 et 2014, donc par 50 ans de distance, on constate qu'il y a quand même une augmentation marquée de la tolérance en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler le conformisme bourgeois qui était encore très fort en 64. Il a été en quelque sorte détricoté. Le seul élément qui reste relativement fort aujourd'hui en 2014, je me réfère évidemment à l'enquête représentative ici, c'est la question de savoir si on peut être un bon Suisse et ne pas aller voter. Alors tous les autres éléments du genre, peut-on être un bon Suisse et être naturalisé, peut-on être un bon Suisse et ne se lever qu'à 9h du matin, 9h du matin, et ainsi de suite, ont perdu de leur pertinence alors qu'elles mobilisaient quand même encore une attention assez importante en 64. Donc dans ce sens, on peut dire que le profil idéalisé du bon Suisse est devenu un peu plus sobre et il s'est rétréci à l'élément du civisme, si on veut. Un autre aspect tout à fait intéressant qui ressort bien dans cette question, mais ce n'est pas la seule, il y a d'autres questions qui vont aussi dans ce sens, c'est que d'une part, il y a très peu de différences entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Par contre, il y a des différences très très marquées et systématiques entre ces deux parties de la Suisse, d'une part, et le Tessin. Le Tessin est beaucoup plus restrictif aujourd'hui encore par rapport à cette même série de questions, peut-on être un bon Suisse et ne pas correspondre à tel et tel aspect de ce que j'appelle la conformité bourgeoise. Ce qui nous a suggéré qu'on devrait peut-être moins parler du Röstigraben, mais plus parler de quelque chose qui n'existe pas encore dans les mentalités des gens, mais apparemment un peu quand même dans la réalité du pays, c'est-à-dire un Polentagraben.
zuerst die H4-Frage. Wenn Sie Ereignisse aus der Schweizer Geschichte streichen könnten, welche würden Sie wählen? Ich beginne zunächst mal mit dem Positiven, um auch mal etwas Positives zur Schweiz zu sagen. Der UNO-Beitritt, die 68er-Bewegung, und das trifft wahrscheinlich viele unter uns hier, und die Einführung des Frauenstimmrechts, das betrifft auch sehr viele hier drin, das möchte man eigentlich nicht rückgängig machen. Das ist doch schon mal was, oder? Aber es gibt immer noch 3%. Aber es gibt immer noch 3%, die das nicht wollen. Gut, ich meine, es wird wahrscheinlich auch hier drin vielleicht 3% Machos haben, oder? Okay. Bei den anderen wird es schwieriger, denke ich. Wenn man das Grounding der Swissair mal nimmt mit dem höchsten Anteil, also 36%, hätten gerne, dass das Grounding der Swissair irgendwie rückgängig gemacht würde, beziehungsweise dass man das vergisst. Das gibt mir schon zu denken. Offenbar ist das Fliegen derart wichtig und dass man dann eben mit der Swissair fliegt, das gibt ja wahrscheinlich die Sicherheit. Dass das beste Resultat macht, müsste man wahrscheinlich das Swissair mal noch klar machen. Vielleicht gäbe das dann noch etwas Geld für die nächste solche Action. Dann gibt es zwei Fragen, die, finde ich, dann haben eine stark moralische Komponente und da sollte man, glaube ich, nicht witzeln drüber. Das ist die Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg, ist doch schon lange her, also ein großer Teil der Personen, die diese Umfrage ja beantwortet haben, dürften mit dem nichts zu tun haben. Da finde ich den Wert von 33% eigentlich beachtlich. Also, dass das im Bewusstsein drin ist, dass das etwas war, was nicht sehr zum Lobe der Schweiz war. Wenn man das wieder vergleicht mit dem, was heute passiert in diesen Flüchtlingsfragen, gibt einem das doch vielleicht eine leise Hoffnung. Dann die Rettung der UBS, das stellt mich dann wieder vor ein Problem. Offensichtlich fanden viele, das ist sicher positiv, dass man da überreagiert hat und quasi Bankenschutz betrieben hat. Das hat mich eigentlich erstaunt, dass das so hoch im Wert drin ist. Also auch da hat es offenbar unter den Antwortenden sehr viele, die politische Ereignisse, politische Fragen durchaus mit einer moralischen Komponente anschauen. Dasselbe ist auch bei der Masseneinwanderungsinitiative. Da ist es ja so, dass die angenommen worden ist, sehr knapp, mit 50,3%. Und das widerspiegelt eigentlich ein Stück weit immer noch, dass diese Ablehnung damals wirklich sehr knapp war. Und ich finde das dann eher ein positives Ergebnis. Lustigerweise ist genau die Frage zu den Referenden, die man ergreifen würde, da zeigt sich dann aber doch wieder irgendwie die Wahrheit, vielleicht weil sie so ein bisschen um die Ecke formuliert ist und man sie im ersten Moment nicht versteht. Gegen was würde man ein Referendum ergreifen? Logischerweise zu oberst stehen Klonen von menschlichen Embryos, also Geburt und Tod, dann Einführung der Todesstrafe. Das sind so die existenziellen Fragen, die haben die höchsten Werte. Ich weise aber darauf hin, dass nichts, zu keinem würde ein Referendum ergriffen werden, auch nicht zur Todesstrafe, es sind keine 50%. Also es würde gewissermaßen, es gibt keine Mehrheit gegen die Todesstrafe, um es so zu sagen, und auch nicht gegen das Klonen. Nach diesen existenziellen Fragen kommen eigentlich die zwei interessanten Fragen, nämlich die wirklich im Abstimmungskampf in der Schweiz jeweils die bestimmenden Punkte sind, nämlich Sozialneid, Steuersenkungen für Superreiche, da würde man einschreiten, das ist quasi die 1-12-Initiative in gewisser Hinsicht, und die erleichterte Einwirkung, also Xenophobie. Das sind die zwei Punkte, die dann wirklich vorkommen, die höchsten Prozentzahlen haben. Dann kommen Alltagsdinge, Reduktion der bezahlten Ferientage, Erhöhung der Studiengebühren. Das nicht gefällt, interessant vielleicht noch, Wiedereinführung der Erbschaftssteuer. Das würden dann doch 21,5% gern machen. Also so eine gewisse Gleichheit innerhalb der Startchancen.
Wie soll die Schweizer Armee Ihrer Meinung nach künftig eingesetzt werden? Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus. Das hier ist eine sehr interessante Frage, weil Sie, ich sage mal, ein Tableau der imaginären Vorstellung oder Einordnung der Schweizer Armee sehr genau malt. Das oberste ist der Katastrophenschutz. Also es gibt eigentlich die Zufälligkeit dessen, was geschieht. Es gibt keinen Feind wie noch 64, wo es ganz klar Dinge wie Grenzschutz waren, Abwehr, sagen wir mal, der kommunistischen Invasion, das gibt es nicht mehr. Dann die Landesverteidigung an zweiter Stelle. Wie wir aber weiter unten sehen werden, ist das eine eher imaginäre Vorstellung, Terrorbekämpfung. Grenzschutz ist wohl auch eher gegen Ausländer gemeint, gegen Immigration, würde ich sagen, wenn man es so im Kontext sieht. Und dann kommen Hilfe bei Großanlässen. Sehr sympathisch ist die geringe Prozentzahl beim nächsten, 22,3% beim Einschreiten gegen Demonstranten. Außer vielleicht Demonstranten für die ISIS oder die IS, so hoffe ich. Und dann kommt die interessanteste Zahl, 9,1%. Wir haben vorher schon mal kurz darüber geredet, die sagt gar nicht, die soll nämlich abgeschafft werden. Das Interessante ist, dass als darüber abgestimmt wurde, vor jetzt etwa 20 Jahren, waren es 33%, die Armee abgeschafft haben wollten. Daraus erkennt man, glaube ich, dass die Armee imaginär bereits abgeschafft ist. Dass eigentlich die Notwendigkeit, das in der Realität zu tun, nicht mehr gesehen wird und dass die Armee mehr oder weniger die Aufgabe des Zivilschutzes übernommen hat. In der Vorstellungswelt dieser 1000 Befragten. Welche der folgenden direkt an die Schweiz angrenzenden Regionen würden Sie gern zur Schweiz zählen? Da hat man immer so etwas das Gefühl, die Schweiz hat den Imperialismus verpasst, oder? Und offenbar begnügen wir uns dann, quasi das Fürstentum einzunehmen. Und das ausgerechnet eines der republikanischsten Länder der Welt oder eine der frühesten Republiken, bürgerlichen Demokratien, wenn man so will, will unbedingt ein Fürstentum verschlucken. Bei den anderen ist es interessant, welche Regionen, es sind jene, die mit uns sehr verwandt sind, der Schwarzwald, das Vorarlberg ist für mich als Ostschweizer nicht so erstaunlich. Das Interessante hier bei dieser Frage ist, dass die Vorarlberger tatsächlich mal in die Schweiz wollten, nämlich 1919. Und sie haben sogar zugestimmt. Die Schweiz hat es aber abgelehnt. Das heißt nicht die Deutschschweiz, sondern die Romodi hat vor allem sehr stark dagegen gestimmt. Also von daher war das eigentlich eine Möglichkeit, uns etwas gegen Osten zu vergrößern, und das haben wir verpasst. So wie wir im 19. Jahrhundert ja verpasst haben, uns Savoyen einzuverleiben. Das wäre vielleicht gut gewesen, das hätte dann zum Vorarlberg das entsprechende Gegengewicht gegeben. Punkt H8, EU-Beitritt. Wünschen Sie sich, dass die Schweiz in den nächsten 10 Jahren der EU beitritt? 85,2% sagen nein, ich glaube, das verwundert niemanden. Man kann ja auch vermuten, dass wenn andere EU-Länder diese Volksbefragung lancieren würden, hätte die EU wahrscheinlich keine Mitglieder mehr. Zumindest momentan in den nächsten 10 Jahren steht ja auch da. So, also da ich ja irgendwie auch als Philosophin vorgestellt wurde, was mir schon schwer genug fällt, aber was kann das philosophisch meinen? Irgendwie muss es ja mit Identität zu tun haben, und da sieht man dann vielleicht doch ganz gut, dass Identität gemäß einem sehr klassischen philosophischen Konzept erstmal über Abgrenzung funktioniert. Das ist zwar nur der erste Schritt, aber der ist wohl sehr entscheidend. Es formiert zur Einigkeit, lässt aber nur negative Selbstbestätigung zu. Und es gibt in der Broschüre noch einen Ausschnitt aus der schönen Studie von Luc Boltanski zur glücklichen Schweiz, eine Formulierung, in der auf das unglückliche Bewusstsein der Schweizer hingewiesen wird. Also was heißt unglückliches Bewusstsein? Heißt, dass man doch ein so fortschrittliches und wohlhabendes Land ist, aber ums Verrecken irgendwie das Wort Glück nicht über die Lippen bringt, was sicherlich immer mit einem bestimmten Abgrenzungsbedürfnis zur einseitigen Selbstbestimmung zu tun hat. Die Frage, also die
konkretesten Fragen, die wir zu Ausländer- und Asylrecht gestellt haben, von den 1000 möglichen Fragen, die man hier stellen kann und die auch die Schweizer und Schweizerinnen immer mal wieder beantworten an der Urne, haben wir 3 ausgewählt, auch mit interessanten Ergebnissen. Also die erste Frage, sollten Ausländerinnen, die seit mindestens 5 Jahren in der Schweiz wohnen und Steuern zahlen, das Stimmrecht erhalten? Und da gibt es ja vergleichbare kantonale Abstimmungen. Es war vor 4 Jahren in Basel-Stadt eine und es war kürzlich eine in Schaffhausen und in Jura dazu. Und Jura hat angenommen, Schaffhausen und Basel-Stadt, 2 eher liberale Städte, haben mit höchstens 20% Zustimmung das verworfen, wuchtig verworfen. Hier haben wir immerhin 42%, ist erstaunlich, hat vielleicht auch damit zu tun, dass man sich ein bisschen besser gibt hier. Würden Sie vorübergehend einen Flüchtling bei sich zu Hause aufnehmen, also vom ethischen oder vom christlichen Standpunkt ist es eigentlich eine vernichtende Zahl, diese 30%. Ich weiß nicht, ob diese 70%, die da niemanden vorübergehend aufnehmen wollen, einfach alle enge Wohnverhältnisse haben, das kann sein. Aber auf der anderen Seite ist es doch 30%, mit dem kann man rechnen, das ist nicht so schlecht. Also wenn wir wieder mal eine Freiplatzaktion planen, wie damals mit den Chile-Flüchtlingen, wo die Leute aufgerufen werden, privat Flüchtlinge unterzubringen, also dann kann man auf diese 30% zurückgreifen, hoffentlich. Ja. Dann letzte Frage, sollte eine Gemeinde vom Bund gezwungen werden können, ein Asylbewerberzentrum zu führen? Also vom Bund gezwungen werden, ich glaube, da haben alle Lämpchen in der föderalistischen Schweiz geleuchtet und das in dieser Formulierung keine Chance. Ja. H12, die da heißt, würden Sie mehr Steuergelder zahlen, wenn das Geld exklusiv für einen der folgenden Zwecke verwendet werden würde? Ja, das ist eine brutale Frage, die da gestellt worden ist. Wir haben links Altenbetreuung und dann Integrationsprogramme. Das ist eigentlich der längste soziale Kampf, der in der Schweiz geführt worden ist, um die AHV. Zu erwarten haben wir auch Bildung und Umweltschutz. Wo es spannend wird, ist Kinderbetreuung. Hier sehen wir ein klassisches Familienbild, also man will eigentlich eher nicht so viel oder viel mehr wollen eigentlich nicht Geld hier hineinpumpen, damit man die Kinder eher betreuen kann. Hier haben wir ein sehr klassisches Familienbild in der Schweiz, ein Familienbild, das wir beispielsweise in Skandinavien nicht mehr haben. Also die Frau soll zu Hause bleiben. Das gibt dann auch andere Analogien in diesem guten Projekt drin, wo sich zeigt, dass die Menschen in der Familie am meisten Vertrauen finden, am meisten sich aufgehoben fühlen und erst am drittmeisten bei der Partner, bei der Partnerin. Dann Entwicklungszusammenarbeit, ein trauriges Bild. Früher war die Schweiz eben stolz. Die Schweiz hatte eine Mission. Heute hat sie keine Mission mehr in der Welt. Das manifestiert sich in dieser Entwicklungszusammenarbeit. Früher war das natürlich auch sehr stark getragen durch religiöse Werte. Ursprünglich ist die Entwicklungszusammenarbeit religiös dotiert gewesen. Sie ist in jüngster Zeit, seit den 90er Jahren konkret, immer mehr geschwunken, gesunken. Die Schweiz empfindet sich als Insel, manifestiert sich hier. Man will also in Entwicklungszusammenarbeit nichts investieren. Integrationsprogramme für Ausländer, bevor ich zur Kultur komme. Wenn Sie das mit den Behinderten vergleichen, deren Zahl wesentlich tiefer ist, dann manifestiert sich hier auch diese Unsicherheit, von der heute Abend sicher noch die Rede sein wird, Unsicherheit in der Welt. Die Schweiz zeichnet sich nicht mehr durch eine Mission aus, sondern durch eine Abgrenzung, durch eine Inselvorstellung. Hier werden die Integrationsprobleme permanent durch Medien, aber auch durch politischen Akteure der Ausländer beklagt. Aber hierfür will man kein Geld ausgeben. Mit Ausländern will man nichts zu tun haben, obwohl man stolz ist auf die alten Ausländer, aber nicht auf die neuen Ausländer. Dann Kultur.
Wenn das 19. Jahrhundert repräsentieren würde, hätten wir alle bildungsbürgerlichen Einrichtungen der Kultur nicht. Wir hätten keine öffentlichen Theater, keine Opernhäuser, wir hätten die großen Institutionen nicht, wie das Landesmuseum, die verschiedenen Museen. Für Kultur will man nichts mehr aufgeben, schlicht, weil die Schweizerinnen und Schweizer nicht mehr wissen, was Kultur ist. Wir kommen in der nächsten Frage zurück. Kultur und Kunst ist etwas, was alle das Gefühl haben, sie könnten es auch. Künstlerin, hä? Was würde ich machen? Ich welchen der folgenden Berufe würden Sie auf keinen Fall ausüben? Und dann würde ich nicht machen, würde ich machen. Und dann haben die Menschen das Gefühl, am zweitmeisten, also Künstlerin, das kann man werden. Ne? Also das künstlerische Personal, das hier auf dieser Bühne sitzt, ist austauschbar. Von daher haben viele das Gefühl, Kultur ist machbar, der Kunst ist machbar. Das ist erstaunlich. Das zeigt eben auch, dass das bildungsbürgerliche Momentum der Kultur, das Schöpfungsmomentum, dass man etwas Geniales schafft, etwas Neues schafft, eigentlich vorbei ist. In anderen Fragekontexten sieht man dann auch, dass Kultur etwas gelten soll, was die Welt verschönert. Das ist ein radikal anderes Bild, was die Kulturschaffenden selbst haben. Die Kulturschaffenden selbst haben immer noch die Vorstellung, sie würden die Weltperspektiven multiplizieren mit ihren subjektiven Schöpfungen. Wir haben hier aber auch Pfarrer. Ja, was wir hier sehen, ist ein dramatischer Wertezerfall. Früher war Pfarrer, Lehrer und der Gemeindepräsident, das waren die autoritären Figuren. Pfarrerin, Pfarrer, das will niemand mehr werden. Das ist, hat wenig Attraktivität, ist sogar noch schlimmer als Verkäuferin am Telefon, obwohl ja in der Schweiz wirklich alle Schweizerinnen und Schweizer genug Gelegenheit haben, diese Verkäuferinnen und Verkäufer zu erleben und wissen, was das für ein schwieriger Job ist, einem irgendetwas zu verkaufen. Wir haben Börsenhändlerinnen, das ist in den 90er Jahren noch ganz anders gewesen, eine der begehrtesten Berufe, aber jetzt will man das nicht mehr werden, nach dem Crash, also da kommt die Zeitgeschichte rein. Dann haben wir zwei Fragen, bei der ganz klassisch bei Befragungen wird etwas Erwünschtes geantwortet. Niemand will Müllmann werden, niemand will Bauarbeiter werden, aber die Menschen antworten so, wie sie denken, es sei politisch korrekt. Das sind die Tätigkeiten, die die Ausländerinnen und Ausländer machen. Altenpflegerin wird dann sinnstiftend. Polizistin auch, etwas regeln, aber hier sehen Sie Künstler, Künstlerin, eben, was ich vorher darauf hingewiesen habe, alle haben das Gefühl, das kann man auch. Und bei den Lehrer, Lehrerinnen auch. Welch falsches Bild. Comment jugez-vous la fiabilité des sigles listés ci-dessous? On ne sait pas pourquoi les sigles sont intéressants en tant que tels, ainsi que les institutions qu'ils désignent. Je pense que c'est ça l'élément important. On pourrait parler de confiance institutionnelle. En quelles institutions avez-vous confiance ou pas? Et là, j'aimerais juste souligner deux aspects des réponses. Vous avez de nouveau toute une série de réponses parce qu'il y a 8 institutions, si on prend le mot institution un peu large, il y a aussi le franc suisse par exemple. Vous voyez que les réponses ou les taux d'acceptation de confiance sont très très variés, mais si on regarde dans l'ensemble, on voit un décalage assez marqué entre tendanciellement les institutions suisses et publiques et la grande économie et internationale, surtout ce qui est international. Il y a les États-Unis qu'on ne voit pas d'un bon œil, il y a le WEF qu'on ne voit pas d'un bon œil, etc. L'UBS, dont les gens semblent avoir compris que c'est devenu une multinationale et plus simplement une banque suisse. En plus, on constate qu'il y a un certain décalage selon le niveau de formation dans les réponses à cette question. La méfiance semble être plus forte auprès des formations simples et moyennes, davantage qu'auprès des gens qui ont un niveau, comme on dit dans le jargon, tertiaire, c'est-à-dire universitaire.
Und was man natürlich zuallererst sieht, ist, dass wirklich die, sagen wir mal sehr diplomatisch, die Reserve gegenüber allem, was eine islamische Etikette trägt, extrem stark ist, extrem verbreitet ist. Es gibt diesbezüglich auch wenig Unterschiede nach Alter, Bildung, Sprachregion und so weiter. Es gibt einen Unterschied, der nachdenklich stimmt und nicht überrascht. Wenn man andere Fragen herbeizieht, die die Einstellung zu Ausländern, zu Asylsuchenden, zu Integrationsfragen von Ausländern und so weiter betreffen und die mit den Islamfragen vergleicht, man kann geradezu einen Xenophobie-Index bilden und der ist sehr eng verbunden mit dem, was die Leute positiv oder negativ zu dieser Islamfrage sagen. Also das ist ein wichtiger Einstellungskomplex heute. Das Terrain, das ideologische Terrain in der Schweiz ist sehr stark besetzt von dieser Problematik und das infiziert auch sehr massiv natürlich die ganze Europafrage. Ce soit sur le plan de la sensibilité ou sur le plan de son esprit. Et là, je me réfère à la pensée d'un grand philosophe matérialiste du XVIIIe siècle, dont le nom, ça ne s'invente pas, est Helvétius. Helvétius qui a défendu très largement le principe de ce qu'il appelle l'éducabilité. Tout être humain peut développer un potentiel, tout être humain a vocation à voir sa qualité de sensibilité, sa qualité d'esprit être développée. Et je me retrouve assez dans la réponse des sondés à la question 17, lorsqu'ils doivent répondre à l'attente qu'ils ont à l'égard de l'école, à l'égard du monde de l'éducation, et on voit ce sont des réponses qui vont vers cet être communautaire que j'évoquais tout à l'heure, paradoxalement, qui ressortent en première ligne, la culture générale, la vie en commun, la tolérance, un peu plus loin, la pensée critique. Et pourtant, on a le sentiment que l'être éduqué, l'être parfaitement éduqué, l'être qui voit ses virtualités développées est un être qui contredirait une organisation sociale tablée sur une division du travail qui crée des dépendances entre les individus, dépendances qui font de chacun le moyen de l'autre, un objet et non une fin, un objet et non un sujet. Alors, singularité de notre pays ? Peut-être pas. Alors penchons-nous sur la deuxième question, je terminerai très rapidement sur ce point. Also wozu ist Kunst gut? Wählen Sie bitte alles Zutreffende aus. Diese Frage gab es 1964 im Fragebogen noch nicht. Die ist hier neu, obwohl natürlich die Expo 64 bereits eine künstlerische Realisation des Sozialkörpers Schweiz gewesen ist, mit einigen Störfaktoren. Dazu hat Gulliver natürlich gehört und auch diese sinnlose Großmaschine Heureka, die etwas gefunden hat und dann natürlich auch die Trilogie von Henri Brand, La Suisse s'interroge. Und diese drei Projekte, die hängen auch miteinander zusammen. Also diese Frage gab es noch nicht. Die ist neu aufgelegt im Fragebogen Point de Suisse 2014. Und wie Sie sehen, gibt der Fragebogen eigentlich ein ziemlich traditionelles Kunstverständnis von Frau und Herr Schweizerin als Künstler und als Gulliver, wenn wir jetzt daran denken, dass die zweithöchste Akzeptanz an Berufen der Künstlerberuf gefunden hat. Man will von der Kunst eine Verschönerung der Welt erwarten, man will von ihr unterhalten werden, sie soll zur Alltagsflucht dienen und man sieht sie schon ganz, ganz zeitgemäß im Rahmen einer Förderung der Kreativwirtschaft. Und das hat doch mich relativ erstaunt, weil die Kreativwirtschaft ein neuer ökonomischer Zweig ist, der erst seit den 1990er Jahren in Gang gekommen ist und seit den späten 1990er Jahren und seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts auch theoretisch analysiert wird. Man will von Kunst aber auch Erkenntnis und Reflexion erwarten.
sozialer Kitt, das ist in einer Willensnation wichtig und bestätigt sich dann eben auch im bekannten Gießkannenprinzip der Förderinstrumente im Kunst- und Kulturbereich, die von Anfang an, also seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, wo diese Förderinstrumente eingeführt worden sind, bis heute gültig sind und die ja auch zum Teil kritisiert werden. Un être communautaire. Alors la réponse que font les sondés à la question 20 me semble révéler que l'individu égoïste ou l'individu privé, je gauchis un peu les réponses, l'emporte encore sur l'être communautaire. On le voit, les éléments qui caractérisent la famille, les amis, les partenaires ressortent par rapport aux événements plus collectifs, plus associatifs que sont la patrie, le travail, la foi ou les associations. Une deuxième condition peut caractériser une démocratie authentique, c'est la liberté et l'égalité sociale. Que tout homme puisse développer ses virtualités, ses potentialités. Sur le bonheur, là vous voyez que nous sommes, la majorité des Suisses est très ou bonne, ils sont heureux. Donc, nous sommes très très loin de l'enquête de 64, loin de l'enquête 64, où Luc Poltanski, dans l'évaluation d'un premier sondage, a fait une conclusion préliminaire en disant le malheur d'être heureux. Nous ne sentons plus un malheur. Et nous sommes heureux. Point de Suisse ist eine Nabelschau. Ein Volk ist dazu aufgerufen, sich politisch unkorrekten Fragen zu stellen, in einer Zeit, die sich zwar medial emanzipatorisch gebärdet, aber sich letztendlich in den immer gleichen Wohlfühlsimulationen einrichtet. Und da haben wir ja x Umfragen, deshalb gibt es bei mir auch kein Wir. Diese Umfrage Point de Suisse ist erfrischend anders als jede der Umfragen, die wir in der Demoskopie-Demokratie kennen, wo nur Kategorien verordnet werden. Oder im Vermessungswahn politischer Meinungen. Genau das soll Point de Suisse nicht sein. Es ist ein qualitatives Bild mit unterschiedlichen Wertungen, die zwar auch mit Prozentsätzen ausgewiesen werden, die aber eigentlich zum Nachdenken anregen sollten und nicht zum Vermessen, wie das beispielsweise SmartVote tut. Weil wenn sie es vermessen, dann messen sie ihre eigene Meinung, wie sie in den Wald rufen. So schalt es zurück. Was ich auch ganz toll finde, das ist die genaue Formulierung, den schleichenden Feminismus aufhalten. Wenigstens heißt es nicht bekämpfen, aber der Feminismus ist glücklicherweise nur schleichend, seien wir doch froh. Hier ein anderes Paradox, das ist zum klassischen Frauenbild noch, Überbevölkerung vermeiden. Frau, also das ist ein Punkt, Überbevölkerung, also die Schweizer sind das überbevölkerste Land, also ich weiß nicht, welchen dichten Stress sie haben. Meine Lieblingsformulierung dann hier, die Rechthaberei der linken Politiker bekämpfen. Schönes Wortspiel. Point de Suisse zeigt, jeder glückliche Schweizer gleicht anderen glücklichen Europäern. Doch jeder unglückliche Schweizer ist auf seine ganz besondere Weise unglücklich. Gibt es jetzt schon eine brennende Frage? Da, voilà. Da gibt es auch ein Mikrofon. Ja, ich habe mal eine Frage. Und zwar zwischen 1964, wo knapp 500.000 Leute Antworten gegeben haben, die es eigentlich gerechtfertigt haben, dass man sie einfach schreddert. Und jetzt, 50 Jahre danach, sind es knapp 5.000, die von denen 75% oder 76% eigentlich zufrieden sind. Wie weit hat sich der Schweizer sozusagen verändert in den 50 Jahren? Wenn Sie Filme aus der Zeit 1964 anschauen, dann sehen Sie, wie traditionell
dieses Staatsgebilde damals noch gewesen ist. Und man hat sich einfach von diesem Gulliver-Projekt, das von Anfang an als etwas sehr Suspektes erachtet worden ist, weil es war ein Theatermann, der das initiiert hat, der hat zusammengearbeitet mit Ethnologen und Soziologen, und schon das hat man eigentlich als sehr suspekt empfunden in Bern. Und damals hat Bern durchaus noch Zensur ausgeübt, wenn auch nicht häufig, so doch immerhin noch. Und man hätte das Projekt auch gestoppt, wenn man es noch hätte tun können ohne Gesichtsverlust. Und als man dann wirklich gesehen hat, in welche Richtung das geht, hat man einfach die Resultate, die eigentlich über einen IBM-Computer laufend an der Expo hätten ausgestellt werden sollen, die hat man dann einfach in die Versenkung geschickt, oder? Luc Boltanski hat aber Ergebnisse von einer Voruntersuchung dieses Projektes verarbeitet und das eben publiziert in einem Buch Le Sens Commun, Le Bonheur Suisse, dann publiziert 1966. Aber das Buch, die Publikation hat praktisch keinen Nachhall gehabt. Heute haben wir eine andere gesellschaftliche und Medienöffentlichkeit als damals. Und was man sich damals einfach noch erhofft hat, dass dieses Grand Récit Schweiz bestätigt wird in der Gulliver-Umfrage, und die Behörden haben mit Erschrecken feststellen müssen, dass das alles schon la fin des Grand Récits stattgefunden hat, oder? Also dass wir da mitten schon in einer Realisierung der guten, schönen, ästhetisch-ethischen Form, die die Expo gewesen ist, dass wir da eigentlich schon mitten in der Postmoderne im Wertezerfall gewesen sind. Und das hat man eben geschreddert. Vielleicht noch ein weniger postmoderner Zusatz, um direkt auf die Frage zurückzukommen. Zwei Elemente. Einerseits glaube ich, gibt es einen wesentlichen Wandel in dieser Geschichte. Das ist, dass die Gesellschaft und vor allem die Politik gelernt hat, mit Umfragen umzugehen. Das war damals etwas völlig Neues und hat offensichtlich effektiv die Definitionshoheit der offiziellen Politik bedroht. Inzwischen haben sie gemerkt, dass man Umfragen einfach auf ihrer Spielwiese spielen lassen kann und das folgenlos bleibt. Das Zweite ist, dass ich den Optimismus über die nicht mehr vorhandene Zensur nicht völlig teile. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ungefähr 3 Jahre alt ist. Eine Kollegin von mir wollte eine Studie machen, hat sie auch gemacht, wattländischen Schulsystem, musste ihren Fragebogen vorlegen. Man hat ihr verboten, irgendwelche Fragen zu stellen, die es erlaubt hätten, den sozioökonomischen Status ihrer Eltern in die Analyse einzubringen, wenn das keine Zensur ist. Und wenn man vor welchen Erkenntnissen damit retten wollte, schützen wollte, ist mir nicht ganz klar, aber der Zensur ist es ganz massiv. Da muss man etwas ganz Wichtiges sehen. Was die Schweiz hinter sich hat, ist auch eine Entbürgerlichung, oder? Und viele der Fragen zeigen das sehr deutlich, und auch die Art und Weise, wie man mit wissenschaftlichen Methoden umgeht, zeigt eben auch einen Bruch, oder? Und für mich ist das jetzt als Sozialwissenschaftler, und ich zähle mich als Historiker zu den Sozialwissenschaften, ist das ganz wichtig, dass wir hier wirklich neue Wege betreten und nicht die alten Schemen auch in den Wissenschaften übernehmen, oder? Das ist ganz entscheidend, dass wir die Phänomene auch mit neuen Methoden versuchen aufzunehmen. Und ich möchte nochmal sagen, die Schweiz hat in den letzten 50 Jahren oder nach 64 hat sich ein ungeheurer sozialer und kultureller Wandel abgespielt in diesem Land. Und es haben sich die Gewichte zum Teil verschoben, aber eben nur zum Teil, oder? Es gibt natürlich immer noch eine, sagen wir, bürgerliche Struktur oder eine neubürgerliche Struktur, die viele Dinge kontrolliert, aber es ist diesen Leuten auch klar, dass man das nicht mehr so kontrollieren kann. 1964 war den politischen Eliten noch klar, man kann diese Untersuchung stoppen und wir haben das Deutungsmonopol. Und das Deutungsmonopol haben in der Schweiz heute immer noch
die Eliten, das lässt sich nicht bestreiten, aber es gibt auch eine Gegenöffentlichkeit, oder? Und das ist das, was sich geändert hat in den letzten 50 Jahren, seit 64. Das finde ich ganz entscheidend. Es ist eine Öffnung auch der politischen Öffentlichkeit. Es gibt auch unterschiedlichere politische Kräfte. Und das Spektrum von links und rechts ist natürlich auch größer geworden. Überhaupt das Spektrum hat sich ausgeweitet. Das kann man positiv sehen. Ich sehe sehr positiv. Für jene, die natürlich ein Monopol, ein Deutungsmonopol wieder erreichen wollen, ist das eine negative Entwicklung. Und da sind wir im Moment drin. Ich denke, in den nächsten Jahren wird es darum gehen, die Deutungshoheit zu kriegen über bestimmte Fragen, damit man eben wieder besser steuern kann, als man jetzt steuern kann. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment surpris dans ce point de Suisse? Que le vrai propre Suisse est le Tessinois. Ça m'a frappé énormément. C'est vous qui avez mis en avant vos arguments tels que c'est vraiment le cas. C'est plus tellement étonnant si nous regardons les dernières votations hein, sur l'immigration, mais ça m'a étonnée. Et puis j'ai appris beaucoup par ce nouveau terme, mot du polenta grave, hein, qui est aujourd'hui beaucoup plus important que le soi-disant rustigraben qui nous sépare encore. J'imagine que si vous dites le vrai bon Suisse, c'est avec ironie, parce que nous, bon, on n'a pas la réponse à cela, évidemment. Nous avons découvert ce phénomène, en quelque sorte. Pour moi, c'est aussi, au fond, la chose la plus étonnante de toute cette enquête. Mais à partir de là, il faut trouver ce que ça veut dire. Ça, c'est pas tout à fait clair. Mais nous, on a plutôt le sentiment que c'est une réaction à une situation concrète dans laquelle se trouve le Tessin, plus particulièrement que les autres régions de la Suisse, c'est-à-dire d'être marginalisé de l'autre côté du Gotthard, d'être peu considéré, d'avoir peu de poids politique, et de s'accrocher, d'être un peu en sandwich identitaire entre la Suisse qui n'en veut pas et l'Italie dont on ne veut pas, mais à laquelle on semble quand même appartenir, au moins aux yeux des autres. Donc c'est une situation extrêmement malaisée à laquelle on réagit avec une sorte de sursuicitude. Ce serait plutôt ça notre hypothèse. Et je le comprends de deux manières extrêmement différentes. Pointe Suisse comme le signe peut-être d'une exceptionnalité de notre pays, une exceptionnalité qui pourrait tenir soit à ses institutions politiques particulièrement remarquables ou peut-être péjorativement à cette exceptionnalité qui renverrait à la fameuse phrase du commandante Guevara à Jean Ziegler, la Suisse est le cerveau du monstre, réponse qu'il fit à notre député lorsqu'il envisageait d'accompagner le Che dans ses luttes révolutionnaires en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Mais on peut aussi imaginer ce titre comme étant la signification d'une forme d'illusion. « Suissa no existe hein, », c'était le fameux slogan qui a tant fait parler de lui jusque dans les chambres fédérales au moment de l'exposition universelle de Séville en 1992. La Suisse est-elle une illusion ? Aber was waren die Erwartungen bei diesem Projekt? Also ich habe jetzt verstanden, dass man das wieder aufgenommen hat und das verglichen hat. Doch was haben Sie alle dabei erwartet? Was für ein Resultat? Und mit was haben Sie gerechnet? Mit was für Reaktionen? Was war die Motivation, abgesehen vom Interesse allgemein? Es ging auch ein bisschen darum, Fragen so zu stellen, dass man Reflexion kriegt und nicht nur Ressentiment. Und das ist nicht immer gelungen, aber zum Teil vielleicht. Und ich möchte einfach noch etwas sagen zur Zufriedenheit. Also wir haben vom Paradoxas gesprochen. Von meinem Großvater, das war der einzige zufriedene Mensch in unserer Familie, habe ich gelernt, dass Zufriedenheit und Großzügigkeit zusammengehören. Der war auch immer großzügig. Und diese Schweiz ist zwar zufrieden, aber sie ist nicht mehr großzügig, finde ich. Und das ist so etwas, solche Sachen habe ich mir erhofft, solche Aufschlüsse, und ich finde, es gibt zwei, drei solche Sachen drin. Ja.
Was mir aufgefallen ist, im Vergleich natürlich zu 64 und jetzt, und wenn man sich 64 die Ergebnisse jetzt anguckt, dann ist es natürlich etwas, was historisch etwas über die Schweiz sagt. Also es ist etwas, was, wenn man sich die, zum Beispiel die Angst vor dem Kommunismus, die, es wäre absurd gewesen, die Frage überhaupt zu stellen, klar. Und vielleicht ist beispielsweise die Angst vor dem Islam, die wir jetzt haben, natürlich ein Zeitkolorit. Und wenn man sich in 50 Jahren das wieder anguckt, dann wird man sagen, ach so war das 2014. Es gab diese Ängste und diese imaginäre Schweiz, die dann untergegangen sein wird. Und insofern ist das, ein, denke ich, ein Zeitdokument, das sichtbar wird in Zukunft dann. Das würde ich auch meinen. Es ist ein Zeitdokument und ich finde es ein spannendes Zeitdokument. Ich empfehle ehrlich allen, die Zusammenfassung oder einen Überblick zu lesen, den René Levy, der Kollege, gemacht hat. Das ist ein ausgezeichneter Überblick. Er versuchte hier doch ein Bild zu machen von der Schweiz 2014. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass, und Milo Rau hat soeben auch darauf hingewiesen, dass die Problematik des Fremden war 1964 noch kein Thema, also im Vorfeld, oder wo man das geplant hat, 62, 63, kein Thema. 64 geht es dann politisch los, die Überfremdung gegen die Überfremdung von Volk und Heimat. Und dann haben wir seit dieser Zeit haben wir die Problematisierung des Fremden permanent in der Schweiz. Und nach den 90er Jahren konnten die Fremden auch noch gleichsam die Schuldlast des Kommunismus übernehmen, was dieser strukturelle Feind weg ist. Und wenn man hier hineinguckt, dann sieht man schon eine Schweiz, die verunsichert ist. Eine Schweiz, die Existenzsicherung, eine staatliche Existenzsicherung jedes Einzelnen an die erste Stelle setzt. Eine Schweiz, bei der die Unsicherheitspotenziale von außen kommen. Ne? Alles, was jenseits der Grenze ist, ist le déluge. Also, es lohnt sich schon gar keine Entwicklungszusammenarbeit mehr. Ne? Eine Schweiz, bei der die Sozialhilfesuchenden betrügen, nicht? Die man schlimmer bestrafen muss als Steuerhinterzieher. Wenn man das sagen, rechnerisch macht, ist das absurd. Nicht? Wir würden über die Steuerhinterziehung, was ja auch eine Zensur ist, wir wissen ja nichts darüber, dank dem Bankgeheimnis, wenn man die einziehen würde, nicht, dann könnten wir zehnfach so viele Sozialhilfebetrüger könnten wir mit Rolls-Royce ausstatten. Weshalb muss Point de Suisse 2014 nicht geschreddert werden? Ich glaube, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. In den letzten 50 Jahren ist der Systemkonflikt verschwunden, die Frauen wurden befreit, oder zumindest haben sie, wie wir gesehen haben, das Stimmrecht erhalten. Also es sind ja sehr viele Fragen, die hier in einem kleinen Backlash natürlich zurückkehren, dass man das vielleicht wieder rückgängig machen sollte, sind aber erledigt. Also es gibt natürlich kein Unglück an der Situation als solche in der Schweiz. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum es nicht geschreddert werden kann, ist auch ein formaler, also mal von der Zufriedenheit der Schweizer in dieser Umfrage abgesehen, was der Bundesrat nicht veranstaltet, kann der Bundesrat auch nicht schreddern. Hier sind wir ja wirklich bei dieser, wofür ist die Kunst eigentlich gut? Also was ist denn diese Umfrage? Ist sie eine Verschönerung unseres allgemein demokratischen Diskurses? Oder wird sie als Kritik wahrgenommen? Ich denke, es wäre schwierig, die als Kritik wahrzunehmen, weil sie wirklich ein Spiegel ist eines zufriedenen Landes. Und natürlich, also so geht es mir persönlich, wenn es keine Aggression, keinen Hass gibt, der auf mich niederregnet, dann bin ich natürlich immer enttäuscht. Das ist ja klar. À vous, Madame Image, ou peut-être ces mêmes deux questions, et elle tient un peu le fil de Madame Stampfli. C'est un peu la question de la légitimité d'un sondage. Et le livre de Luc Poltanski se pose cette question aussi. L'histoire, comme vous l'avez évoquée, c'est en 1966, il publie ce livre avec ce questionnaire qui a été fait avant l'Expo 64. C'était aussi à peu près 1000 personnes qui ont répondu à l'époque. C'était 80 questions, c'était plus large. Oui. Mais alors, il se pose la question, comment, qui peut se permettre de donner la vérité à quelqu'un d'autre? Alors, il se pose la question de son propre statut. Est-ce que nous sommes légitimes de le faire? Et aussi peut-être appeler ce livre aussi le bonheur suisse. Donc, il y a quelque chose qui est en France, c'est comme les petits Suisses ou oui. Un produit laitier, on a l'impression que c'est déjà
très, très, très loin et étranger. Donc, cette légitimité m'intéresse en rapport avec ce qui en fait les auteurs de Point de Suisse. Et puis, naturellement, c'est des artistes. Et Apotello, ce n'était pas un artiste, mais quelqu'un qui venait de la culture, ce n'était pas le scientifique qui a fait ça et qui est aussi allé dans un mur avec ce projet. Donc voilà, vous l'avez, cette question de légitimité et le titre de votre texte qui me plaît beaucoup, Gulliver en tant qu'artiste. Je dirais que oui, et je dirais aussi que le projet de 64 n'est pas si loin de Point de vue aujourd'hui. Tous les deux fois, c'est la volonté d'arriver par un sondage à une sorte de sculpture sociale. Et bien sûr, il y a de grandes différences en ce qui concerne les questions posées. Comme on a déjà dit, la question sur l'art n'existait pas. Même si à cette époque-là, vous avez déjà le développement. Vielleicht noch zur Kunstfrage oder eben was wir damit das Ziel war. Also einerseits haben wir etwas Altes aufgenommen, also diese Reenactment-Geschichte, aber wir haben eben auch an etwas weitergearbeitet. Und so, und das wurde ja auch schon von Vorrednern erwähnt, so kann das wieder Material sein, Stichwort Postproduktion, um später wieder aufgegriffen und weitergearbeitet zu werden. Künstlerisch oder nicht künstlerisch, also sobald diese Resultate rauskamen, klingelte bei mir das Telefon und es war die Kirche und fragte, ja, wieso ist dies und diese Frage nicht drin? Oder irgendwie eine Rechtspartei und sagt, ja, interessant, können wir da die feinen Strukturen der Daten haben. Also da wird schon jetzt damit gearbeitet und das ist auch Teil, sagen wir jetzt dieser Sozial- oder Diskursivskulptur, dass es jetzt auch dort weitergeht. Das muss jetzt nicht nur künstlerisch sein. Und also, ob es dann je in 50 Jahren wieder aufgegriffen wird, kann sein. Das kann in einem Jahr sein, in 50 Jahren. Und dann hat man wieder einen anderen Spiegel und andere Themen. Und das ist jetzt einfach Ausgangsmaterial. Eben, es ist jetzt auch für die Wissenschaft freigegeben. Und insofern kann das an verschiedenen Ecken weiter wachsen. Das ist einerseits ein wichtiger Punkt, der uns wichtig war, also das Partizipative, dass wir hören, was da kommt und dass wir es jetzt auch wieder rausgeben. Und in der Produktion wären wir allein auf ganz andere Fragen oder Methoden gekommen, als in dem, dass wir es jetzt eben zusammen mit Sozialwissenschaftlern gemacht haben. Und ich gehe da jetzt auch wieder bereichert raus. Und das ist natürlich ein Ziel, dass die Leute, die mitgemacht haben, die Fragen sich selbst wirken ließen oder jetzt das in zweiten Reihe auch lesen, auch mit einem Mehrwert rausgehen. Est-ce qu'on veut conclure sur une dernière question qui nous mène vers le futur peut-être? Intervenir pas tellement sur le futur, mais peut-être sur l'avenir d'un lieu comme celui-ci. Et en revenir peut-être à ce que disaient les philosophes pour atteindre la vérité d'un objet, la vérité d'un objet qui pourrait être la Suisse ou un autre. Platon disait « la vérité s'atteint par la raison, elle s'atteint par le logos, et non pas par la doxa. La vérité n'est pas affaire de majorité, elle ne peut pas être fournie par des statistiques. Et la vérité n'est pas fournie par l'art aussi, qui nous mène, dit-il, au troisième degré simplement de la vérité. L'art est inférieur à la poésie s'il est inférieur au logos pour dire la vérité. » Et Aristote est assez d'accord avec lui sur la doxa, mais il y a un point sur lequel il le corrige et qui me semble intéressant de dire dans ce lieu. Aristote corrige Platon sur un point. Il dit « Il y a un type de vérité qu'un certain art peut atteindre. Ce type de vérité et ce type de représentation, c'est les vérités de la praxis, de la vie commune, de l'agir collectif, et ce type d'art, c'est la tragédie. Le théâtre peut-être peut nous fournir des représentations des vérités de la vie commune plus nettes, plus précises, plus précieuses, plus incarnées que la statistique et la règle de la majorité lorsqu'elle n'est surtout pas informée ni l'objet de délibération. Merci beaucoup que vous avez traité avec nous ce pays et à très bientôt dehors autour d'un verre. Merci beaucoup. Merci.